Wir wissen nun theoretisch, wie wir Potenzen zur Basis e mit komplexen Exponenten berechnen. Praktisch hilft uns das allerdings noch nicht, dazu müssten wir nämlich in der Lage sein, den Grenzwert von diesen Reihen zu bestimmen. Das wird allerdings nicht nötig sein, weil wir einen sehr überraschenden Zusammenhang zu zwei anderen Potenzreihen in diesem Video aufdecken werden. Das sieht verdächtig ähnlich zu dem aus, was Sie oben stehen haben. Sie sehen hier, wenn wir mal loslegen, die 1 taucht hier unten auf. Die 1 durch 2 Fakultät taucht auch hier auf. Die 1 durch 4 Fakultät taucht im Cosinus auch hier auf. Die 1 durch 6 Fakultät würde auch auftauchen. Die habe ich nur oben nicht aufgelistet. Das Z taucht hier auf. Das 1/3 taucht hier auf und so weiter und so fort. Also offensichtlich besteht der Sinus gerade aus den ungeraden Teilen der Exponentialfunktion oder der Exponentialreihe und der Cosinus gerade aus den geraden Teilen. Allerdings haben wir jetzt noch das Problem, und das macht es jetzt nicht einfach so, dass wir einfach addieren die beiden Teile, dass wir hier noch diese alternierenden Vorzeichen jeweils haben. Also wir können nicht einfach sagen, Sinus plus Cosinus ist die Exponentialfunktion. Das würde es vielleicht etwas zu einfach machen, aber wir werden einen Zusammenhang rausfinden. Wie schaffen wir es jetzt hier, den Zusammenhang rauszufinden? Dafür machen wir jetzt Folgendes. Wir werten mal die Exponentialfunktion für eine rein imaginäre Zahl aus, iy. Also x soll 0 sein, der Realteil soll 0 sein. Was passiert dann? Das machen wir jetzt hier mal. Wir setzen, für 1 müssen wir nichts einsetzen, für z setzen wir iy ein. Und das rechnen wir jetzt aus. Was Sie jetzt machen können, ist, dass Sie mal auf Pause schalten und selber versuchen, diesen Term möglichst zu vereinfachen. Sie können ja i Quadrat immer zusammenfassen. Das heißt, versuchen Sie mal diese ganzen Potenzen, die hier stehen, hier und hier und hier und hier und hier, sinnvoll zusammenzufassen und so zu schreiben, dass da nicht mehr i hoch 6 steht oder i hoch 5. Und wenn Sie das gemacht haben, drücken Sie wieder auf Play und wir schauen uns das gemeinsam an. Wenn Sie das gemacht haben, werden Sie Folgendes feststellen. Wir haben bei der 1 kein i mehr, wir haben bei der 2 kein i mehr, wir haben bei der 4 kein i mehr, wir haben bei der 6 kein i mehr, wir haben aber bei den anderen ungeraden Teilen noch ein i. Und jetzt sortiere ich nach Teilen, die ein i haben und Teilen, die kein i haben. Jetzt ist der Moment gekommen, wo Sie sich bitte mal die beiden Terme für Sinus und Cosinus anschauen und die mit dieser Zeile vergleichen, die wir eben ausgerechnet haben. Dann sollte Ihnen auffallen, dass das, was hier steht, gerade das ist, was hier steht, nur dass statt z jetzt überall ein y steht. Und das, was hier steht, an der Stelle, ist genau das, was hier steht, nur überall an der Stelle y ausgewertet. Das heißt, praktisch steht hier der Cosinus von y in dieser Reihendarstellung plus i mal der Sinus von
Y. Und Sie, das sollte Ihnen bekannt vorkommen. Cosinus von irgendwas plus I mal Sinus von irgendwas haben wir abgekürzt als Cis von Y. Das heißt, dass die Exponentialfunktion an der Stelle IY ausgewertet gerade der Cis von Y ist. Wenn Sie mich jetzt etwas irritiert anschauen, ist das in Ordnung. Weil wir haben jetzt hier Cis von Y stehen und Y soll eine reelle Zahl sein. So haben wir das ja oben gewählt. Wir haben gesagt, Z ist I mal Y. Y ist also die reelle Zahl auf der Y-Achse, die diesen Wert, der Wert, den diese annimmt, 5, 6, Wurzel 2 oder was auch immer. Aber es ist kein Winkel. Vielleicht waren Sie sogar schon im Vorfeld an der Stelle, als ich Sinus und Cosinus definiert habe, etwas irritiert, weil auch da ist es fraglich. Bislang haben wir immer Winkel eingesetzt und jetzt sollen wir da auf einmal komplexe Zahlen einsetzen. Aber wir müssen ja an der Stelle überlegen, dass wir den Cosinus verallgemeinern und wenn das mit der Reihendarstellung geht, ist das ja gut. Aber auch hier stellt sich die Frage, ich verallgemeine ja von den reellen Zahlen auf die komplexen Zahlen, ich verallgemeine nicht von einem Winkel. Der Clou an der Sache ist, dass wenn ich den Sinus und Cosinus so definiere, über diese Reihendarstellung, dann ist der Wert, den ich einsetze, dieser Wert, wenn der aus den reellen Zahlen ist, als Winkel im Bogenmaß zu lesen. Wenn Sie sich nicht mehr ganz genau daran erinnern, was das mit dem Bogenmaß auf sich hatte, dürfen Sie das Bonusvideo anschauen. Sie dürfen aber für den Moment einfach festhalten, dass, wenn ich mir einen Winkel im Einheitskreis anschaue, wo ich ja alle Winkel zwischen 0 und 360 Grad abtragen kann, dass ich dann jedem Winkel, den ich hier habe, auch eindeutig eine Länge im Einheitskreis zuordnen kann. Und so kann ich jedem Winkel eindeutig eine reelle Zahl zwischen 0 und 2 Pi zuordnen. Und genau diese Zahlen setzen wir dann jetzt hier in das x ein. Ich kann da sogar auch größere Zahlen als 2 Pi zuordnen. Dann bedeutet beispielsweise die Länge 4 Pi auch den Winkel 0 Grad, weil ich einfach 2 Runden um den Einheitskreis gedreht habe. Damit kann ich sinnvoll eine reelle Zahl interpretieren als Winkel und damit kann ich auch Cis von Y, wenn Y eine reelle Zahl ist, sinnvoll definieren. Y gibt mir dann gerade den Winkel im Bogenmaß an.